Solele, heute machen wir weiter mit einem Auto, wo wir vor 2,5-3 Monaten schon angefangen haben. Gell, Pipo, da waren wir hier, da gab es ein paar Komplikationen beim Einbau, da hat was nicht gepasst und dann konnten wir das leider nicht abdrehen. Ja? Jetzt ist das Auto aber fertig, hat mittlerweile eine neue Folierung drauf, ja? Hat Basis 400 PS. Ja? Ihr könnt euch schon vorstellen, um was es geht. Ja? Ganz viele Leute stehen auf das Auto. Ja? Ich persönlich finde es auch sehr geil. Und vor allem werden die sauschnell, wenn die gemacht sind. Ja? Es geht um den Audi TT RS. Ja? Serie 400 PS. Wie ihr seht, neue Folie drauf. Flügel, Carbonteile, Anbauteile, geile Felgen, tiefer gelegt, mit einem geilen Fahrwerk. Ja? Also, besser kannst du nicht machen, dieses Auto. Ja? Schon allein, wenn man da reinguckt. Ja? Schaut euch das mal an. Der hat einen Sternenhimmel drin. So, Pipo, dann gucken wir mal, wie die Jungs das verbaut haben, was sie alles verbaut haben. Das Häufle auf. Boah, ist das nicht sexy? Schaut euch das mal an. Hä? Also, dann gucken wir mal, was die Bube da reingemacht habe. Auf den ersten Blick, was fällt euch auf? Der Riesenfilter! So, wir haben offene Luftfilter mit APR-Ansaugung. Dann haben wir verbaut eine Wassermethanol-Anlage. Wir haben größere Einspritzdüsen reingemacht, ja, weil wir mehr Kraftstoff brauchen. Ja. Dann ist das ja alles ziemlich kompakt. Die Pumpe haben wir hier hingesetzt vom Methanol. Wir haben uns gefragt, okay, wo nehmen wir jetzt das Wasser her oder den Behälter für Methanol? Da haben wir das praktisch in den Wischwasserbehälter rein. Ja. Das heißt, der Kerle, wenn er eine Mucke drauf hat, die geht einwandfrei weg mit Methanol. Ja. Dahinter steht er, der guckt zu. Auf jeden Fall hat er ja Basis 400 PS und fährt Serie eine Zeit von 100 auf 200 in. Was fährt so ein Ding? Serie 100, 200? Echt? Ja, wobei 400 PS, ich denke mal, was ist Pipo, was ist in deine RS3 Serie gefahren? 11.3 glaube ich. 11.3? Ja. Ja, sagen wir mal grobe 10 Sekunden, so ein Ding Serie. Ziel wird auf jeden Fall sein, die 700 PS, ja. TTE 777 Lader ist verbaut, ja. Und wir wollen aber nicht zu viel Druck machen, wir werden irgendwo fahren 2,1, 2,2 Bar, ja, das wird uns reichen, weil wir wollen um die 700 PS, weil mit 700 PS wird das Ding nachher fahren, tippe ich mal grob, eine 100, 200 zwischen 5,5 und 5,7, ja. Müsste machbar sein, das Ding wiegt nichts. Das heißt, GT2 RS-Fahrer, Porsche Turbo S-Fahrer, zieht euch warm an, wenn ihr in Zukunft das Ding auf der Autobahn seht in Deutschland. Probiert's nicht. Macht's einfach nicht. Machen wir Klappe zu. Wir machen die Abstimmung von dem Ding auf der Straße auf jeden Fall. Auf dem Prüfstand quälen wir das Ding zu arg. Und außerdem ist uns das letzte Mal beim Messen am Ladeluftkühler der Haken abgerissen. Weil der hat ja den Wagen der Ladeluftkühler drin. Ja? Und die haben hier praktisch zum Abschleppen haben sie am Ladeluftkühler so ein Ding rangeschweißt und das Auto hat ein bisschen zu viel Leistung gemacht und dann war es ab. Aber er braucht es eh nicht, weil das Auto bleibt ja eh nicht stehen. Das ist ein Audi und die bleiben nie stehen. Ja? Weil selbst wenn sie stehen bleiben, dann hat er immer einen an Bord, der dann weiterschiebt. Ja? Ein Audi wird nicht abgeschleppt. Richtig. So, ich hole jetzt mal meinen Laptop, dann machen wir mal die Software und in der Zeit könnt ihr mal sehen, was und wie wir das verbaut haben, weil der Pipo hat noch die ganzen Sachen vom letzten Mal. Also Pipo, lass laufen! We'll be right back.
Pipo, dann fahren wir mal. Ich mache jetzt mal die ersten Loks, ja, mit den großen Einspritzdüsen. Die würde ich da mit anpassen müssen, weil sonst versäuft uns das Ding mit Sprit, ja. Und dann locken wir mal Ladedruck und alles mit. Und dann sehen wir mal, wo wir sind, hä? Machen wir. Also, auf geht's. So, Pipo, dann fahren wir mal los. Locken wir mal ein bisschen mit. Gucken wir nach dem Sprit, gucken wir, wie sich alles verhält. Eigentlich, Pipo, haben wir noch nie was über dich erzählt, ne? Wie meinst du? Ha, wer du bist, was du machst. Ich sag euch was, der Pipo, der hat früher Fußball gespielt und der wäre jetzt auch ein sehr, sehr guter Fußballspieler, aber der hat sich verletzt und konnte nicht mehr. Aber Pipo, sein Bruder, ist jetzt in die zweite Liga, ja? Der Lukas nach St. Pauli. Der Lukas spielt jetzt in St. Pauli. In diesem Sinne, liebe Grüße an Lukas. Ja, viel Erfolg, viel Spaß. Lass krachen. Und dann bist du irgendwann in der Erste, gell? Uah, bist ja noch jung. Der Sound, der 5-Zylinder, hä? Oh. Dann fahren wir kurz nach Germany. Und dann machen wir mal Loks. Der Sound ist schon brutal, ey. Also man merkt, ich bin jetzt 5er Gang Volllast. Der Lader ist so groß, dass er halt echt spät kommt, ja. Aber wenn er kommt, dann kommt er richtig. Also ich muss euch sagen, mir gefällt das. Ehrlich? Und auch der Sound. Also du sitzt hier in dem Auto drin, du hast einen Sound, der ist abartig geil. Ja? Ja. Und das ist einfach göttlich. Ja. Oder Pipo? Auf jeden Fall. Jetzt stausen wir mit dem RS3. Mega. Ja, ja. So die Basissoftware ist drauf, ne? Scheint ordentlich zu laufen, schaltet schön. Verschluckt sich nicht, werde ich nachher mal Lambda, gucken wir mal, was der Lambda macht, ob alles passt, ob er nicht zu fett wird. Aber so im Großen und Ganzen fühlt sich's gut an. Ja. Was auch cool gemacht ist, ist die Klappensteuerung von dem Auto. Ist auf den Start-Stop-Knopf gemacht. Ne? Ich drücke jetzt hier drauf. Dann ist leise. Hippo, da hörst du nichts mehr. Hä? Dann drückst du drauf. Jetzt ist wieder auf. Hä? Drückst drauf. Ist leise. Ist das geil, hä? Der Polizist muss erstmal auf die Idee kommen, dass es da auf den Knopf programmiert ist, Mensch, bei der Kontrolle. Also ihr Polizisten da draußen, ihr wisst, ihr müsst aufpassen, ihr müsst gucken, auf jedem Knopf kann die Scheiße programmiert sein. Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut. Das finde ich nicht gut. Oh Mann. So, Pipo, dann machen wir mal noch einen Lock, oder? Ja. Aus dem Zweiten raus. Also abartig. Fühlt sich schöner an wie in dem Bugatti, wo wir letztes Mal gedreht haben, ne? Ja. Wahnsinn. Ich bin echt gespannt, was das Ding nahe 100, 200 fährt. Dat 8. Also, ich muss euch was sagen, vom Sound her, ganz wenige Autos, die so toll klingen. Ja. Das ist so richtig, das ist kernig, ja, das ist sportlich. Mhm. Ja, der AMG klingt zwar auch kernig, dumpf und männlich. Im Großen und Ganzen einfach ein tolles Auto. Ja. Ich bin jetzt echt nachher auf die Leistung gespannt, was da rauskommt, auf die Zeiten. Und dann kannst du davon ausgehen, dass du mit einfach, was kostet so ein Auto in der Basis? 60, 70? 60, 70, ja. Ja, dann steckst du noch 15 rein und bist
wahrscheinlich schneller wie ein Porsche, ja. Ja. Kann man machen! So, dann fahren wir jetzt wieder zurück, werden mal die Loks ausgucken, ob wir noch was ändern müssen. Ich denke, ja, Zündung und so, ein bisschen anpassen, Lambda eventuell. Und dann machen wir die Finalmessung und dann schauen wir mal. So, die erste Fahrt zeigt, was wir gesagt haben, dass das Ding schon mal ziemlich gut ist, ne, Bibo? Wir haben einen Ladedruck von genau 2 Bar, also 2991 Millibar, man muss ja abziehen, Atmosphäre. Das heißt, wir fahren 2 Bar Ladedruck, Tastverhältnis 76% habe ich festgemacht, ja. Mit den Ladern Zündwinkel Rücknahme ist noch ein bisschen viel da, der eine Zylinder minus 7, aber wie gesagt, bis minus 14 können die regeln, ja. Wir fahren eine Zündung von 15,5 Grad, Lambda fährt er da ziemlich, also der sieht jetzt ziemlich viel, 0,71 sieht er, weil wir natürlich Methanol mit einspritzen, das zieht halt das Signal enorm runter, ja. 0,76, also Kühlung ist definitiv da, ja. Die Ansauglufttemperatur geht maximal jetzt hier auf 39 Grad, also das ist alles tippitoppi. Dann gucke ich mir jetzt noch die Zündung ein bisschen an, ändere noch 2-3 Sachen in der Software, dann spielen wir es rein. Dann machen wir die Auswertung, dann gehen wir messen, Bibo, hä? 100, 200 und in Sorik-Messung auf der Straße, gucken wir, was das Ding drückt. Wunderbar. Die Software, wenn ich da jetzt anfangen würde, euch da alles zu zeigen, das würde so lange dauern, ja, weil das wirklich Feinabstimmung ist mit Zündung und Lambda und alles. Und deswegen lassen wir das in diesem Video mal weg. Wenn es euch aber trotzdem mal interessiert, wie sowas mal funktioniert, kommt dann mit eurem Auto vorbei. Muss ja keine Feinabstimmung sein. Ich erkläre euch alles. Ich gebe euch auch gerne die Datenstände auf einem Stick mit, den Originalstand und den modifizierten. Dann, wenn ihr ein Programm habt, könnt ihr auch angucken, was ich da geändert habe. Dann könnt ihr das lernen vielleicht. Also, TT ist fertig. Die Zeit 100 auf 200 konnte ich leider nicht testen. Schaut euch an, es regnet. Pipo, warum haben wir so Pech immer, hä? Ich weiß es nicht. Aber das ist kein Problem. Wir geben das Auto jetzt dem Kunden und der kann die nächsten Tage testen. Der schickt dir dann das Video, Pipo. Ja. Und dann können wir das zeigen, was er geschafft hat, 100 auf 200. Schaut mal, wie geil das Ding jetzt aussieht, wie tief der ist, ja? Ja, runterklasse für euch. Bis zum Boden. Also, komm, dein Auto ist fertig. Ich wünsche dir viel Spaß beim Fahren, gell? Dankeschön. Nicht blitzen lassen, du weißt Bescheid. Immer hey, wieder. Der hat auch Eier in der Hose. Nee, der geht, auch nach, der geht immer nach Deutschland zum Fahren. In der Schweiz traut er sich auch nicht schnell zu fahren. Der fährt so viel Auto in Deutschland, ja, dass sein Wohnsitz eigentlich nicht in der Schweiz sein sollte, sondern in Deutschland. Und er müsste in Deutschland die Steuer bezahlen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns bald wieder, wenn der Pipo mal wieder Zeit hat, ein Video zu drehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Yeah.